Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur siebten Einheit dieses MOOC begrüßen. Wir beschäftigen uns heute mit Download-Shops. Die Problemstellung, was passiert eigentlich, wenn man digitale Inhalte, zum Beispiel Apps, Musik-Downloads, E-Books und so weiter und so fort, kauft? Nun, hierfür müssen wir uns zuerst einmal die Gesetzmäßigkeiten in Österreich ansehen. Das erste ist einmal das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch oder kurz ABGB, habe ich Ihnen hier verlinkt. Es bildet nämlich die Grundlage für das österreichische Zivilrecht und für uns relevant Vertragstypen, Vertragsschluss und Auflösung natürlich und vor allem ganz wichtig der Eigentumsübergang. Flankierend dazu das Konsumentenschutzgesetz. Es wird in Österreich, in der österreichischen Rechtsordnung angenommen, dass ein Konsument, also ein Verbraucher, immer weniger informiert und unter Anführungszeichen auch schwächer ist als der Unternehmer, der ihm gegenübersteht. Dementsprechend gibt es hier gewisse Schutzrechte, zum Beispiel das Rücktrittsrecht bei Verträgen oder genauere Regelungen zu sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auch Nutzungsbedingungen. Mittlerweile gibt es auch das Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetz. Sie sehen eine Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie. Auch hier haben wir ein Rücktrittsrecht, nunmehr europäisch einheitlich normiert mit 14 Kalendertagen. Eine Ausnahme vom Rücktritt hinsichtlich Downloads und versiegelten Waren und entsprechende Informationspflichten. Ebenfalls noch interessant ist das Unternehmensgesetzbuch, und zwar aus dem für uns relevanten Inhalt, weil es den Verbraucher, der eben im KGSG so wichtig ist, vom Unternehmer abgrenzt. Und ebenfalls noch wichtig das E-Commerce-Gesetz. Es ist dies eine Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie. Hier haben wir ebenfalls primär Informationspflicht niedergelegt und natürlich betrifft dies den E-Commerce, insbesondere eben auch Download-Shops. Wir müssen uns einmal fragen, was ist eigentlich ein Vertrag nach der österreichischen Rechtsordnung? Nun, kurz gesagt, eine übereinstimmende Willenserklärung. Das bedeutet, eine Person macht ein Angebot, die andere Person nimmt dieses Angebot an, beide sind sich einig und dadurch bilden wir einen Vertrag, einen sogenannten Titel. Titel, quasi die Art des Vertrages. Es gibt ja nicht nur Kaufvertrag, den wir uns hier einmal als Grundmodus ansehen, sondern beispielsweise auch Schenkungsvertrag, Tauschvertrag und so weiter und so fort. Sehen wir uns dann den Vertrag und den Eigentumsübergang an. Wie gesagt, wir brauchen für einen Vertrag eine Willensübereinkunft. Also Angebot und Annahme müssen einander übereinstimmen. Man muss sich einig sein. Dann braucht man im österreichischen Recht einen Modus. Das bedeutet einen Transfer der Ware. Entweder körperlich, durch Zeichen, durch Erklärung oder auch durch Versendung. Bei Liegenschaften insbesondere durch Einverleibung ins Grundbuch. Und die Berechtigung des Vormannes. Was bedeutet dies? Nun, derjenige, der das Angebot macht, also der Verkäufer, muss auch in der Lage sein, das Eigentumsrecht überhaupt zu übertragen. Wann der das Eigentumsrecht nicht hat oder nicht berechtigt ist, kann er natürlich auch das Eigentumsrecht nicht entsprechend an den Käufer übertragen. Denn ein Grundsatz der österreichischen Rechtsordnung, niemand kann mehr Rechte übertragen, als er selbst hat. Oder anders gewendet, wenn jemand ein Mieter einer Sache ist, kann er die Mietwohnung nicht verkaufen, weil er nicht Eigentümer ist, sondern bloß Mieter, also Nutzungsberechtigter. Hier noch ganz kurz, § 1063 ABGB, nur um Ihnen zu verdeutlichen, dass der Eigentumserwerb in Österreich nicht von der Kaufpreiszahlung abhängt. Natürlich ist es die Pflicht des Käufers, den Kaufpreis zu zahlen. Aber egal, ob er den Kaufpreis sofort oder letztlich vielleicht auch gar nicht zahlt, vorerst, weil er dann verklagt werden würde, er erhält das Eigentum an der Sache, wann sein Vormann, der Verkäufer, berechtigt war. Kaufvertrag bedingt also den Übergang des Eigentums. Das bedeutet, die Ware wird beim Verkäufer letztlich weniger, dafür erhält er das Geld. Und beim Käufer, der das Geld gewissermaßen verliert, wird die Ware mehr. Nun, wie sieht es aber beim, unter Anführungszeichen, Kauf von Downloads aus? Wenn man Downloads, PDF, E-Books, MP3s, Apps kauft, ja, dann gibt es ja eigentlich keinen wirklichen Transfer. Das heißt, die Ware wird beim Verkäufer nicht weniger, sondern es wird eine Kopie erstellt. Das bedeutet, wenn man rechtlich vorgeht, ist dieser Kaufvertrag über Downloads ist gar kein Kaufvertrag, weil eben eine Ware nicht transferiert wird. Es wird nur eine Kopie erstellt. Es ist vielmehr von einem Nutzungsvertrag auszugehen. Das heißt, der Käufer erwirkt damit letztlich auch kein Eigentum, sondern lediglich die Berechtigung zur Nutzung dieses digitalen Contents. Das bedeutet aber auch, da in Österreich das Eigentum das umfassendste Vollrecht ist, dass man nicht dieses umfassende Vollrecht erwirbt, sondern vielmehr ein eingeschränktes Verfügungsrecht. Meistens ist nämlich die Weitergabe dann
eingeschränkt oder nicht möglich. Auch Verkauf oder Vererbung ist nicht zulässig. Welche speziellen Nutzungsrechte Sie eigentlich haben, das finden Sie in der Regel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder kurz AGB der Anbieter. Diese Nutzungsbedingungen sagen Ihnen beispielsweise, wann Sie ein E-Book kaufen, was Sie mit dem E-Book tun dürfen. Zum Beispiel, ob Sie es verleihen dürfen, also durch Transfer auf einen Drittaccount, oder ob Sie es auf mehrere Accounts aufteilen dürfen oder ob Sie überhaupt mehr als eine Kopie machen dürfen. Aber wie gesagt, Eigentum erwerben Sie letztlich nicht. In a nutshell, ein Vertrag, so wie wir ihn kennen, ist immer eine Einigung von Angebot und Annahme. Ein Eigentumsübergang, nämlich beim Kaufvertrag, findet immer nur statt, wenn Angebot und Annahme einander übereinstimmen, also gleich sind, wann ein entsprechender Modus passiert und wann eine Berechtigung besteht. Der Erwerb von digitalen Inhalten ist in der Regel eben kein solcher Kaufvertrag, sondern nur ein Nutzungsvertrag. Und mangels Eigentum haben Sie an den meisten digitalen Inhalten, die Sie gekauft haben, so natürlich der Tenor in dem entsprechenden Geschäft, haben Sie eigentlich nicht wirklich gekauft, haben Sie nicht wirklich das Eigentum erworben, sondern wohl nur ein mehr oder weniger eingeschränktes Nutzungsrecht. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.